Ralf und Andreas mit einem Märklin Spur 1 Schnellzugwagen hier vorne steht er. Da habt ihr wirklich unglaubliche Mengen von Verkauf von dem Wagen. Ja, was ist denn an dem besonders? Was ist denn das für eine Lackierung überhaupt, Ralf? Das ist eine Lackierung, Rheingold-Lackierung. Rheingold-Lackierung. Ja. So, das war ja früher so. Wie es kam, fährt der noch eigentlich, der Wagen? Nee, so nicht mehr. Es gibt gleich noch Museumswagen. Es gibt nur einen Zug, der halt dann fährt. Okay. So, das ist jetzt kein H0. Was ist das? Das ist Spur 1. So, das ist ein Wagen, der kommt. Spur 1 Leute fahren auch? Ja, es gibt welche, die fahren mit Spur 1, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Die meisten sammeln das. Zeig mal gerade unten drunter, dass man das mal sieht, wie das gemacht ist. Da sind also auch so die Kleinigkeiten, die sind ausgearbeitet. Ja. Der hat jetzt hier Schleifer mit dran, das heißt, der hat Licht drin. Der hat Licht, der hat Digitalfunktion und das Licht kann einschalten. So, das Licht kann man einschalten hier drunter. Beschreib mal, was sieht man hier? Bremsen? Gut, die Bremse, Druckluftbehälter, die ganze halt Mechanik, was so ein Wagen braucht. Ne? Heizung, wie wird sowas beheizt? Ist das so eine... Die wird, soweit ich weiß, elektrisch beheizt, ja hier. Und die Vorgängermodelle waren mit Dampf. Dampf. Das heißt, also wenn man hier kuppelt, normalerweise kennt man es ja von der Deutschen Bahn AG, da hat der ja nochmal so diverse Versorgungsleitungen, die er mit ankuppelt. Zum Beispiel heißer Dampf geht durch? Das geht heißer Dampf, richtig. Und das heißer Dampf macht warm, ne? Im Wagen. Sag mal gerade hinten, da ist jetzt hier eine Beleuchtung drin. Weiß der, in welche Richtung er fährt? Nee, das kann man digital ein- und ausschalten, die Schlüsselbeleuchtung. Und das heißt, die wäre dann auf beiden Seiten, wäre die an? Ja. Zeitgleich. Genau. Komma. Also die kann man getrennt innen ausschalten. Der als letztes ist, der hat das Licht an. Okay. Und wenn jetzt die beiden angekoppelt werden, normalerweise ist ja dann Faltenbalg, den gibt es aber so nicht, oder bei den Modellen? Doch, der ist ja hier der Faltenbalg, das ist er ja. Nur er ist natürlich nicht aus Gummi und er ist halt nicht, also die sind halt nicht ganz dicht gekuppelt. Es ist also schon ein bisschen, paar Millimeter Platzen da schon dazwischen. Sag mal, so Aging von so Wagen, wird sowas auch schon mal gemacht, dass man die ein bisschen auf alt macht? Ja, gibt es auch schon. Im H0-Modell haben wir da, im Maßstab haben wir da ganz viele Kunden, die das machen oder, ja. Ja, meine Frau ist jetzt erste Klasse Bahn mal gefahren. Das ist jetzt ein erste Klasse Wagen. Der zweite Klasse, der sieht anders aus? Der sieht anders aus. Der hat auch, die Holzklasse ist das, sag ich mal. Der hat andere Sitzbänke innen drin, anderes Polster, andere Farbe innen drin. Ne? Ralf, wenn du es mal gerade drehst, einmal um die eigene Achse, den Wagen, dass wir die Rückseite mal sehen. Denn da, wenn man reinguckt, das sind jetzt hier einzelne Abteile, wie man sie früher kennt. Viele kennen das ja nicht mehr, die sind nur in der ersten Klasse, oder? Ja, genau. Du fährst schon mal Bahn? Ich bin Bahn gefahren, ja, zu meiner Lehrzeit. Du bist Lokführer, ne? Nein. Ich war Gast im Wagen. Ach so, Passagier. früher sind die Leute mehr Bahn gefahren hier. Ja, auf jeden Fall, klar. Auf jeden Fall. Ja, wir sind in Merschweiler, heute 27. April, machen großen Rundgang. Es gibt einiges Neues zu sehen, nicht nur Spur 1, sondern hauptsächlich eure Hauptspur ist nach wie vor H0. Das ist H0, ja. H0. Komm, wir gehen mal rein, denn ihr habt neue Öffnungszeiten in den Sommermonaten. Finde ich immer toll, wenn jemand schreibt, wir haben neue Öffnungszeiten und vom 1.4. bis zum 30.9. geschlossen. Ah ne, mittwochs geschlossen. Okay, nachmittags. Was heißt nachmittags bei euch? Wir haben normalerweise von 10 bis 13, dann von 14 bis 18 Uhr auf. Das heißt, dann ist morgens von 10 bis 13 und die 14 bis 18 Uhr Zeit ist geschlossen mittwochs. Samstags, wann habt ihr da auch? Von 10 bis 13 Uhr. 10 bis 13 Uhr. Das heißt, wenn ich herkomme, lohnt sich das vorher anzurufen, um ganz sicher zu gehen, dass ihr da seid? Wir sind immer da. Ihr seid immer da. Wir sind da. Ja, okay. Das gab es noch nie, dass wir nicht da sind. Ralf, komm mal rein. Du hast mir eben gezeigt, es gibt eine neue Lok. Vielen Dank erstmal. Die beiden wechseln sich ab. Andreas, wenn du mal gerade so lieb bist, den Schlüssel mal gerade holst für die Vitrine, denn die kam wie die Mutter zum Kind. Genau, das ist die Litra. Das ist eine dänische Dampflokomotive. Die hat Märklin als Überraschungslok vorgestellt. Und ja, die haben sie vorgestellt und ist auch schon gleich 2 Tage später ausgeliefert worden. Das ist eine Seltenheit bei Märklin, dass das so schnell geht. Genau. Okay. Ist Märklin zuverlässig eigentlich? Ja, schon. Ich sag mal so, wenn die Sachen in dem Quartal werden die Neuheiten ausgeliefert, geht bei Märklin das eigentlich schon relativ so, dass das hinhaut. Ist das eine österreichische Lok, oder? Nee, das ist eine dänische Lok. Dänische Lok. Das sieht so aus, so ein bisschen mit dem Schornstein. Ja. Mit dem Schornstein. Der ist rot. Das ist ja die österreichische Flagge. Aber das ist bei dem... Ist der Schorsch, der ist halt so markiert. Ne? Nummer 901, stell sie mal gerade aufs Gleis bitte, dass sie mal fahren lassen. Das ist eine Digitallok, nehme ich an. Mit Vollausstattung, ja. Mit Vollausstattung, was heißt Vollausstattung? Mit Sound, mit Rauchgenerator. Mit Rauchgenerator? Ja, Feuerbüchse, Kabinenbeleuchtung, okay. Ist alles mit drin. Ist das so dein Lieblingsmaßstab, 0?
Ich war die ganze Zeit oder bin noch H0-Bahner, aber ich habe auch jetzt 0. So, ich mache mal gerade meinen Weitwinkel ein bisschen auf, dass wir mal sehen. Jetzt hast du die Bock, die Lok draufgestellt, meldet sie sich automatisch an? Die meldet sich jetzt mit MFX an, richtig. An MFX, was ist das? Ja, das ist das Protokoll, das der Decoder hat. Okay, und das ist neu? Das ist, ja, das gibt es schon länger. Das ist halt jetzt das Nachfolgeprotokoll vom Motorola. Und da sind halt mehr Funktionen und mehr Adresse möglich. Achso, jetzt im Moment passiert das. Dauert ein bisschen, jetzt, oder? Das dauert ein kleiner Moment, genau. Dann meldet die sich an, dann hat man sämtliche Funktionen von der Lok. Jetzt kann ich die Lok hier auf den Fahrregler schieben. Ach, du kannst auch direkt sehen. Genau. Ist das Bild in der Lok drin oder wird das online? Das Bild ist auf dem Decoder gespeichert. Mhm. Es ist aber jetzt momentan nicht das korrekte Bild. Wahrscheinlich gibt es noch ein Update. Beim nächsten Update von der Zentrale wird das richtige Bild dabei sein. Okay, also das ist ein Symbolbild. Das Symbolbild, genau. Und dann sind hier die ganzen Funktionen, die die Lok hat. Hast du ein Fahrgeräusch? Ja, noch Fahrgeräusch. In die Lokhalle. Ja, ich bin schon dran. Gut an. Das ist ja goldig. Das heißt, wenn die fährt, Dampfausstoß ist synchron? Nein, bei der Lok nicht. Das ist bei der 02er, beim Schorsch. Das war die Dampflok, die mit dynamischem Dampfausstoß hat. Diese hier hat das nicht. Okay. Aber die hat so einen Dampfgenerator? Der hat einen Dampfgenerator drin, genau. Da muss man ein bisschen Dampfdestillat reinfüllen und dann kann man das einschalten und dann dampft die auch. Sag mal, früher die Loks, die sind nicht so gleichmäßig angefahren, oder? Ja, gut, die Technik, es wird halt immer moderner und feiner, die Elektronik wird feiner, Motoren werden besser und da haben wir ein ganz anderes Fahrbild. So, Lampen, mach mal Lampen an. Die sind an. Sind an. Mhm. Cool. Boah, ist die laut. Gut, die muss ja laut sein, ne? Ja, klar. Man kann sie auch leiser machen, ne? Also das geht auch, ne? So, was können wir noch machen? Wir können noch ein bisschen Rauchdestillat mal einfüllen, dass wir den Dampfgenerator mal testen. Das machen wir mal. Müssen wir gerade ein bisschen hier auf. Ihr fahrt ja teilweise hier auf den Teststand, um zu prüfen, ob alles geht, oder? Das machen wir auch. Manche Kunden wollen ja sehen, dass alles funktioniert an der Lok. Manche packen sie aber einfach in die Tasche und pumpieren sie zu Hause aus. Ne? So, kleine Spritze. Hier ein bisschen von dem Zeug da rein. So. So. Und dann kann man das hier einschalten. Wo ist es da? Ist das so ein Zeug wie in der Disco, so Nebelzeug? Nee, das da ist ein bisschen gefährlicher. Sollte man also nicht direkt die Nase drüber halten. Und es dampft wie lange? Ja, es kommt immer drauf an. 5-10 Minuten wird das dampfen. Okay. Das ist genial. So, jetzt fährt die. Natürlich krass, wenn die anhält. Die Geräusche sind sehr echt, oder? Ja, ja. Das richtige Bremsequietsche ist dabei. Das ist schon, macht schon Laune. Es riecht irgendwie das Zeug, was rauskommt? Das ist das Dampfdestillat. Mhm. Ja. Nach was riecht das, würdest du es beschreiben? Gut, manche, es kommt immer auf die Hersteller vom Dampfdestillat an. Manches riecht nach Zitrone, manche halt undefinierbar. Hund? Na, okay. Aber so, dass man jetzt irgendwie ein Parfüm auswählen kann? So nee, das kann man eigentlich die Dior nicht. Nummer 5? Oder? Nee, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Sag mal, das ist ja hauptsächlich eine Männernummer hier, oder? Es gibt viele Frauen, die kommen. Wir haben auch Frauen als Kundschaft. Okay. Wir haben auch Frauen, die Modelleisenbahn spielen. Oder auch Bauer. Das mache ich auch. So, du hast noch eine ganz besondere Rarität hier. Diesen Fleischmann-Trafo kenne ich noch, MSF. Ja, genau. Der hatte schon so die Technik, dass man etwas smoother anfahren konnte. So ist es, genau. Ja. Richtig. Das ist halt noch schon ein uraltes Teil, weil wir haben ja auch noch viele Analogbahner. Und wenn die sich dann mal eine analoge Lok kaufen, gibt es ja noch, sage ich mal, Rocco oder Pico, die machen ja auch noch Analog-Sache. Und dann kann man die hier drüber testen mit dem So, wenn du jetzt fährst, was ist zu tun? Welchen Regler musst du eigentlich drücken? Ich muss den Regler einfach drücken, die Fahrtrichtung umschalten und dann kann ich hier einfach drehen. Ja, 41. Genau, das wäre jetzt die 41. Fahrstufe. Ich kann das Ganze aber auch hier mit dem Finger über das Display einfach machen. Touch ist es. Touchscreen, genau, geht das auch. Ist das hier so ein Regler, der dabei ist beim Starter-Set? Nee.
Die Zentrale ist nicht beim Stardust dabei, da ist bei der Stardust in die mobile Station dabei. Mhm. Und zurzeit gibt es kein Stardust mit der CS3. Warum? Nicht lieferbar? Nee, die haben keins gemacht. Die Märklin, die machen zurzeit nur Starterpaket mit der mobilen Station. Da wird die aber auch fahren, die Lok. Ja klar, sicher. Okay. Geht das auch, richtig. Super. So, stell ich mal kurz vor, du bist der? Andreas Kolz, hallo. Du bist schon ewig hier als Kunde vorher? Ich war vorher Kunde, richtig. Ich bin jetzt schon seit 11 Jahren hier hinter der Theke. Genau. Das heißt, du berätst und verkaufst. Leute mögen dich sogar, haben wir eben festgestellt, hat er gesagt. Oh. Ihr beratet ganz gut. So ein Hobby, das... Krass hier. Ja. Zufallsgeräusche. Genau. Cool. So ein Hobby, das bindet einen schon so ein bisschen, oder? Ist es Sucht? Ja, das ist absolute Sucht. Wer einmal die Virus hat, der hat ne. So, da hilft auch keine Maske. Ralf! So, der Ralf, der hat schon wieder verzogen, weil er will nie für die Kamera. Wir wollen dir noch ein bisschen was zeigen. Du hast noch ein paar neue Modelle bekommen. Wieder Überraschungspaket. Ich glaube, rechts unten die grüne. Die hier oder ist sie nicht neu? Die ist wieder neu gekommen jetzt, genau. Das ist die Baureihe 02, der nannt der Schorsch. Mach mal gerade auf, weil das spiegelt ein bisschen. Bitte. Schorsch heißt er. Schorsch, genau. Schorsch. 579 Euro. Ist ja schon eine Stange Geld, aber du kriegst ja auch ganz schön viel Technologie, oder? Ja, die hier ist jetzt noch eine... Die hat noch was mehr als die andere, jetzt die Litra, wo wir gesehen haben. Die hat noch den dynamischen Dampfausstoß. Das heißt, wenn die Lokomotive fährt, dann kommt auch der Dampf oben genauso raus wie die Zylinder, also auch arbeiten in der Lokomotive. Sag mal, ich will das mal sehen. Das Spannende ist, das heißt, die fährt und dann gibt es so Dampfausstöße im Takt. Der Kolbenbewegung. Ja, genau, ja. Richtig. Der Auspuffschlag, so kommen die Dampfstöße oben aus dem Schorsch raus. Und das ist dann das Höchste der Gefühle? Ja, oder? Genau, ein H0 auf jeden Fall. Ja. Das gibt schon länger in größerer Spur, aber in H0 ist das jetzt schon eine Sensation. Ich habe ja eben gefragt, der Antrieb ist ja nicht wie bei Fleischmann früher im Tender, sondern in der Lok drin, oder? Genau. Okay, ja, bitteschön, mach mal. Ja, dann machen wir aber noch, wieso auch das hier laden? Ja, die ist jetzt hier gerade noch am Anmelden. Also genau, dort vorne, also gibt es einen Handshake, du musst nichts machen, du stellst einfach drauf. Draufstellen, genau. Und dann meldet sie sich an. Cool. So. So, ist angemeldet. Die ist ja goldig. Gut, 1000 Mark für so eine Lok ist natürlich schon, ah gut, D-Mark haben wir ja nicht mehr. Waren die früher billiger eigentlich? Also von den reinen Zahlen? Dass es jedes Jahr ein bisschen eine leichte Preiserhöhung gibt? Schon zu dicke Finger halt. Gibt es eigentlich eine Spezialversion mit größerem Display für dich? Von Märklin? Für mich wäre das was, ja. Geil. Das heißt, der Hall ist auch mit drin. Der Hall ist mit drin, ja. Ich muss ein bisschen näher rangehen. Kannst du einen Ticken vorfahren? Na, oder wir tauschen mal. Das war. Boah, wie sanft die anfährt. Mhm. Einmal Dampf. Mhm. Ein bisschen was kommt schon. Die hat vorher noch nie gedampft, oder? Nee, das ist jetzt auch neu. Die ist ja ganz neu hieß. Dampfpremiere. Ja, da sind also Luftbläser drin. Allen Tricks hier. Ja. Manchmal muss man mit allen Tricks arbeiten. So, Dampferstoß ist ganz synchron dann. Mhm.
Höchstgeschwindigkeit von der früher? Ist die gelaufen? 90? Ja, die 200. Die wird doch schon so 200 knapp mit die gefahren sein, ja. So, und die kam wann raus? 21? Die kam 21 raus, genau, im Dezember, glaube ich. Und das ist jetzt die Nachproduktion. Die erste war so schnell vergriffen und das ist die Nachproduktion. Die kam jetzt, glaube ich, vor einer Woche. Haben wir die wieder ins Haus bekommen, ganz neu. So, da unten steht noch was ganz Besonderes. Eine Diesellok. Ihr habt mir erzählt, es gibt nicht mehr so viele Dieselloks im Moment, oder? Im echten Betrieb? Im echten Betrieb nicht, nee. Gut, da gibt es zwar noch einige, aber die meisten fahren ja elektrisch. Darf ich mal sehen unten, die Lok? Ja. So, hat schon mal gleich zugemacht. So, muss einmal kurz telefonieren. Ich mache mal weiter mit Andreas. Da unten ist sie. Was wiegt die ungefähr unten? Die ist etwas leichter wie hier die Lok. Die dürft so 7 Kilo haben. So, hebst du mal hoch bitte, dass wir die mal zeigen. Denn das ist jetzt wieder mal Spur 1 von Märklin. Ganze Vitrine ist hier Märklin. Das sind nur Neuigkeiten. Ihr habt natürlich ein Riesenlager. Boah, ist schon schwer, oder? So, da ist sie. Spur 1, das ist eine ganz bekannte Baureihe, oder? Eine Baureihe 320 ist das. Ja. Ist das eine aktuelle Lok, oder? Wo im Programm ist, von Märklin? Nee, von der Deutschen Bahn. Die fährt nicht mehr, die da. Okay. Die fährt nicht mehr. Die ist schon, das ist Epoche 3 Lok, aus den 70er Jahren. Dieselelektrisch ist das so, oder? Ja, das soll so Diesellok, reine Diesellok. Reine Diesellok, das heißt, genau. die hat jetzt keinen Wandler über Elektromotoren oder sowas? Das kann ich, weiß nicht. Ich jetzt nicht ganz genau. Also, ich weiß zwar viel an verschiedene Modelle, aber was je die Enzen lockt. Ich zeig dich mal gerade komplett, dass man das mal sieht. Ja. Gut, darfst du wieder abstellen. Ja. Bisschen Sport muss sein. Ja, so, und das Gleiche gibt es dann natürlich in H0. Aber was ich auch spannend finde, sind so die Loks. Kann man die bestellen, dass sie schon ein bisschen hier gealtert sind? Die ist ab Werk so. Ab Werk? Ja, genau. Das ist eine von den Loks, die mit Digitaldruck gemacht ist. Ah, das ist schon echt, oder? Das ist Digitaldruck, ja. Die Verschmutzung bis aufs Dach. Das Dach ist nachher noch etwas mit Airbrush nachgearbeitet. Aber die Hauptdreckspure ist Digitaldruck. Das heißt, die machen dann Fotos von original schmutzigen, empfinden das nach, soweit genau. Es geht, oder? Ja, ja, richtig. Okay. Es sind ja viele Modellbahner, die auch die Realität genau nachbilden wollen. Das heißt, auch verschmutzte Züge haben wollen. Ne? Mhm. So immer ganz neu. Ja, genau. So, Flixtrain, so viele gibt es ja nicht, die ich je gesehen habe, weil die nicht auf unseren Strecken unterwegs sind. Bei uns sind die nicht unterwegs, ne. Die fahren, glaube ich, eher weiter im Ruhrpott oben. Das ist eine AEG-Lok oder was ist das? Das ist ein 193er. Mhm. Baureihe 193. Cool. Ja. So Multiloks. Es gibt ja so Loks, die fahren in ganz Europa, die können alles umschalten. Ja, die haben verschiedene Stromabnehmer drauf, die können in verschiedene Stromnetze fahren. Ne? Deswegen haben die auch die unterschiedlichen Stromabnehmer auf dem Dach. Sieht man hauptsächlich auch hier bei der Schweizer Lok, die hat verschiedene Stromabnehmer drauf. Die kann dann in verschiedene Stromnetze betrieben werden. Im Original. Ist das gut nachempfunden hier? Ja, auf jeden Fall. Krass. So, die Lok kostet, was ist der Preis von der Schweizer Lok? Ungefähr? Von der, die kostet um die 360 Euro. Mhm. So. Die ist auch neu, die habe ich noch kein Schildchen können in die Vitrine machen. Hier ist eine französische Lok. Ja, so Class 6, 77. Hat die mehr Power, weil sie so lang ist? Oder? Das hat mit der Länge nichts zu tun. Also das ist eine Sechsachser Güterzuglok. Die hat auch einen dynamischen Dampfausstoß dran. Ich glaube, das Gewicht ist auch ganz wichtig bei einer. Im Modell? Nein, im Original. Im Original, das auch, ja klar. Umso besser leitet sich auf der Schiene, umso besser ist die Zugkraft. Ne? Mhm. Hier vorne siehst du, das ist spannend. Da ist so ein Gestänge drunter. Mhm. Was hat das für eine Funktion, so ein Gestänge? Ja, das ist eigentlich der Antrieb dran. Mhm. Ja, mit Gewicht. Ach so, damit auch alle Achsen angetrieben werden. Also alle Achsen angetrieben werden, genau. Okay. Ist ja nicht an jeder Achse Elektromotor dran, bei deiner Loks. Die macht mich auch total an hier, die braune. Köfferli. Was ist das, Köfferli? Das Köfferli ist der Name von der Lok. Auch eine Schweizer Lok? Das ist auch eine Schweizer Lok, genau. Bei dem Namen muss das ja... Das ist der Vorreiter vom Krokodil.
Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch. Das auch Märklin? Das ist auch Märklin, alles Märklin, was alles in der Märklin. Vitrine ist. 629 Euro, klingt amerikanisch. Das ist von der Union Pacific 844er. Passt denn die Spurbreite von der Optik her? Weil ja. Die haben ja, glaube ich, eine andere Spurbreite. Im Original haben die andere Spurbreite, aber hier die Lok. Ist angepasst worden. Die, ne? Ist, die passt, genau. Die Fahrt auf V0, Regelspur. Das ist auch Amerika hier drunter? Nee, das ist Privatbahn. Das ist genau die gleiche wie ohne die französische, die Klasse 70 Baureihe. Ist dann von einer Privatbahn. So, und hier Coca-Cola. Werbelok. Die fährt auch so rum, so eine Lok? Die fährt auch so rum, ja. Richtig. Gibt es auch noch passende Wagen dazu, kann man schöner Coca-Cola-Zug machen. Da oben ist ein Triebwagen, die kenne ich noch von damals. Ist auch ein Dieseltriebwagen? Das ist eigentlich Schienenbus gewesen und der ist umgebaut worden auf Indusi-Messwagen. Ah. Ja. Indusi ist das Sicherheitssystem von der Bahn? Das ist das Sicherheitssystem von der Bahn, genau, wo der Lokführer immer muss die SIFA drücken, damit er auch wach ist. Wenn er dann eine gewisse Zeit SIFA nicht drückt, dann gibt es automatische Notbremsung. Das Silberne, was ist das für eine? Das ist eine Dampfspeicherlok. Eine Dampfspeicherlok? Jawohl. Was ist das? Die hat also den Dampf gespeichert, die hat also kein eigener... Ach, das habe ich mal gesehen auf irgendwelchen Bergwerken, da holt die sich immer wieder Dampf, oder? Da holt die sich Dampf und deswegen heißt sie ja Dampfspeicherlok. Und dann kann die mit dem gespeicherten Dampf im Kessel, kann die dann fahren. Gut. Ja, hat also keine eigene Verbrennung drin. Da unten, das ist, sieht aus wie ein Triebwagen, aber auch was ganz Besonderes. Der fährt solo so, oder? Der fährt eigentlich solo, gibt es aber auch ein Wagenset dazu. Das war das Insider-Modell gewesen, VT92. Dampfloks laufen gut bei euch? Oder ist es gemischt, Diesellok? Das ist gemischt. Also das kommt immer, das dem einen gefallen halt die Diesellok oder die E-Lok besser. Und Dampfloks, natürlich, die Dampfloks gehen natürlich auch gut. So, und da bist du früher mit als Azubi zur Arbeit gefahren, oder wie? Den habe ich nicht mehr erlebt. Ich habe noch die E10 und die V100 erlebt. Die V200 hast du erlebt? Nee, die nicht, die V100. Die V100? Genau, mit der bin ich immer in die Schule gefahren. In die Schule. So, da unten. Tja, all das kann man jetzt nachempfinden. Ist das denn so, dass sich Leute dann so Loks gönnen? Wie läuft das denn? Die kaufen sich so 10 Loks im Jahr oder wie läuft das? Das kommt drauf an. Manche sind halt Sammler, die kaufen sich halt fast jedes Modell. Oder halt zum Beispiel die Insider-Mitglieder, die bestellen sich halt jedes Jahr ihre 2 Insider-Modelle oder die Wagen dazu. Und die sammeln halt oder spielen auch damit, das ist klar. Ne? Manch einer, der kommt jeden Monat und kauft sich jeden Monat Lok. Ne? Hector Rail habe ich auch gesehen. Die fahren auch in Deutschland, gell? Die fahren in Deutschland, ja, genau. Was ist das für ein Lok? Das ist eine G2000 ist das. Eine Güterlok, ja. Ja. Okay. Waggons habt ihr auch? Waggons haben wir auch. Wo denn? Wo sind die neuen? Die stehen hier in der, im Regal. Im Regal. Ja, die haben wir nicht ausgepackt. Zeig mal bitte, was so ganz heiß ist. Also heiß. Alle. Okay. Alles, was hier steht, ist heiß. Hier ein ICE-Ergänzung. Sag mal, ICE4, was heißt das Ergänzung? Der wird länger, oder wie? Genau. Der hat standardmäßig ist der mit 4 Teilen oder 5 Teilen ausgestattet. Und da gibt es halt noch solche Ergänzungsteile. Kannst du ganz lang machen, wenn deine Bahn auch lang genug ist. Muss groß genug sein, genau. Wie cool. Das heißt, du kannst das Starter-Set so lang machen, dass es nicht mehr drauf passt. Ja, nee, so lange nicht. Der Zug muss ja auch irgendwann packt die Zugmaschinen packt das irgendwann ja auch nicht mehr. Es gibt, glaube ich, bei dem ICE 4 waren es, glaube ich, 2 Ergänzungen, ne? Ein Dreier, ein Zweier, oder? Und ein Einzelwagen. Dreier und Einzelwagen. So, und das ist also ICE Campern, ja. Der ist mir, wäre mir schon fast ein bisschen zu sauber. Hier hast du einen Schiebewandwagen Epoche 5. Was ist Epoche 5? Wann kam die raus? In den 80er Jahre. Genau. 80er, 90er ist das. Okay, hier ist Bierwerbung drauf. Das ist die Lok, die wir eben gesehen haben. Das ist die, wo wir eben ausgepackt in der Vitrine gesehen haben, ja. So, gehen wir mal zu den Wagen. Habt ihr aktuelle Wagen da? Ja. Zeig mal bitte an. Das ist, sind jetzt die aktuellen, sind hier diese Umbauwagen. Die sind auch wieder neu aufgelegt. Und die haben wieder die Farbe. Die haben wieder die Farbe, ja. Moment, das war der Mitteleinstiegswagen. Umbauwagen habe ich mich vergriffen. Moment, wo ist er? Was heißt Umbauwagen? Das sind, ja, das, die,
Ja. Warum der jetzt Umbauware herrscht, weiß ich jetzt auch nicht genau. Das ist Umbauware. Die fahren noch aktuell? Nee, okay. Die fahren auch nicht mehr. Und jetzt aktuelle, die jetzt noch auf der Schiene fahren, hast du sowas da? Das sind sowas. Guck mal, ich stelle hier Fragen. Ja, aber echt. Ich sehe. So, das ist die aktuelle Farbe, die es gibt. Das ist die aktuelle Farbe, die fährt, genau. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel der Ergänzungswagen vom ICE, der einzelne. Mhm. Na, das ist der. Im Nahverkehr, was gibt es da so? Im Nahverkehr gibt es normalerweise diese Rotlinge. Ja. Ja, das sind quasi die alten Silberlinge. Die sind die kenne ich. Mit dem. Das sind die hier. Edelstahlen. Genau, die sind aber rot lackiert. Aber mittlerweile fahre die ja auch nicht mehr so viel, die sind ja auch schon alt. Mittlerweile fahre ich die ganze Triebzüge. Mhm. Ne? Die neuen. Die neuen, ja. Hast du einen Triebzug da, so einen neuen? Nee. Sowas gibt's nicht. Sowas gibt es im Moment nicht. Okay. So, sag mal, wenn jetzt im Saarland fahren ja so diverse Lokalbahnen, die überall fahren mittlerweile, also Privatbahnen, die fahren sowas hat Merkel nicht, oder? Nee. Der Flex zum Beispiel, ne? Flex, ja, genau. Nee. Das gibt es noch nicht. Ich glaube auch nicht, dass Märklin den irgendwann mal herstellt. Das macht dann eher ein anderer Fabrikat. Ich vermute nur, dass der Pico vielleicht sowas irgendwann bringt. Das Digitalsystem gibt es kompatibel auch von anderen Herstellern. Jo. Das passt. Ja, es passt alles mittlerweile aufeinander. Vielleicht mal noch. Oder Tricks wäre das dann. Tricks, genau. Okay. Tricks. Das geht auch. So, Bierwagen. Ja. Die Qual der Wahl. Hier vorne hast du das ein Signal, ganz klar zu erkennen. Preis von so einem Signal? Was kostet das? Kostet 20 Euro. 22 Euro. Und das leuchtet auch? Das leuchtet auch, richtig. Okay, das wird dann auch. Der hat das jetzt ein digitales Element drin, dass es geschaltet werden kann? Nee, das hier ist ein Hobby-Signal. Das kann ich entweder mit einem Decoder, mit einem M84 ansteuern. Da habe ich auch die Zugbeeinflussung drin. Das hat nämlich das Signal von Haus aus nicht. Mhm. Zugbeeinflussung heißt, wenn rotes hält an. Wenn rot ist, muss der Zug am Signal anhalle, genau, dementsprechend muss auch die Gleise präpariert werden. So, hier steht schon MFX und DCC, das heißt, der hat schon einen Decoder drin? Das ist mit Decoder, jawohl, der kann MFX. Preis, was kostet das? Das steht oben drauf, das sind wir bei 67 Euro. Okay, da ist der Decoder mit drin. Genau. Heißt, wenn ich mal eben 20 Signale kaufe, dann fahre ich mal zur Sparkasse, hol mir einen Kleinen Dispo. Kredit. Genau. Gut. Hier vorne hast du viele Gleise. Gibt es eigentlich so ein Gleis? Planungsset am PC gibt es sowas im Merkling? Ja, gibt es. Ah. Habe ich sogar hier. Wo ist es? Wie stark? DVDs noch? Ja, das ist so Gleisplanungssoftware. Das Original dann? Das heißt? Das Original, das ist halt von Merkling. Das eigentlich Programm, wo drauf läuft, das ist das Windrack. Das gibt es eigentlich von Fissmann, aber der Merkling hat es halt so umgeändert, dass nur Merkling-Gleise drauf sind. Okay. Preis von der Software? 80 Euro. 80 Euro. Ja. So, hier sind überall die Gleise, die drauf sind. Haben die sich eigentlich im Laufe der Zeit geändert, elektrisch, die Gleise? Nee, oder sind die gleich geblieben? Die sind alle gar gleich geblieben. Okay, das heißt, die uralten gehen auch? Die uralten würden auch gehen, ja. Es gibt ja Übergangsgleis für auf die neuen Gleise. Wenn man also noch alte Metallgleise zum Beispiel hat zu Hause und dann kann man mit den Gleisen weiterbauen, wenn man weiterbauen will, ne? Flexible Gleise gab es früher, gibt es die noch? Die gibt es auch noch, das ist das K-Gleis. Zeig mal, wo ist das? Das war immer ganz fürchterlich, weil du dann mit einer kleinen Säge nämlich den Rest abschneiden musst, weil reine Arithmetik sagt ja, dass der äußere Kreis auf einmal kürzer wird, richtig? Der längere wird. Der innere wird länger. Genau, so, das ist das Gleis. Okay. Und wenn das jetzt biegst, dann ist es gebogen. Das bleibt dann auch gebogen? Nicht unbedingt, aber man sieht ja hier, man kann es bewegen. Ne? Ja. Und da kann man also, bei dem Gleis ist halt der Vorteil, dass ich schöne, große Radien bauen kann. Okay. Ne? Was man halt mit den C-Gleisen kann man das nicht machen. Da kann ich jetzt ein schöner, gebogenes Gleis machen. Also so Radius kriege ich mit dem C-Gleis nicht hin. Was ich auch toll finde, in der Mitte der Leiter, der ist ja noch aktiv, oder? Der ist aktiv, genau. Okay. Richtig. Das bleibt so. Ist das noch so, dass Märklin diesen großen Schleifer hat drunter? Ja. Den gibt es immer noch? Ja, gibt es immer noch. Gibt es jetzt in verschiedene Größe, kommt da immer auf die Bauart an von der Lok. Und dementsprechend ist der Schleifer auch drunter. Gott. Das ist jetzt die längste Länge, die es gibt vom Gleis? Das ist das längste Gleis, was es gibt, genau. Mal, warte, ich zeig's mal gerade komplett. 9 cm. Preis von dem Gleis? 16 Euro. 16 Euro. Ja. Gott. Man könnte ja nur dieses Gleis nehmen die ganze Zeit und damit alles bauen. Machen das viele? Kann man auch machen, ja, genau. Hat man also weniger Schienenstöße.
Okay. Manche wollen das ja nicht mit der Schiene stößt. Ne? Und wie gesagt, da kann man also schöne Radien bauen. Mhm. Was ist denn so die teuerste Weiche, die du hast? Die teuerste Weiche ist eigentlich die Kreuzungsweiche von C-Gleis. Darf ich die mal sehen? Ja. Die mal. Das ist er. Das ist die Kreuzungsweiche. Kostet 62. Hat ja. die einen Servo schon drin? Oder? Nein, die hat keinen Antrieb drin. Doch, halt, Entschuldigung. Die hat der Antrieb drin und die Beleuchtung ist da drin. Die Beleuchtung. Genau. Hast du die mal, gerade kann man die Mischkarte die mal rausholen, dass man mal reingucken kann? Weil mein Fachwissen ist auf dem Stand von 1976. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Ja, da müssen wir die Blechgleise holen. Die Blech. Ja, ich hatte ja da noch Fleischmann, muss ich sagen. Der, so, das sieht so aus. Ja. Na? Hier ist der Antrieb drin. Hier ist die Beleuchtung. Genau, und dann gerade nochmal zeigst, das ist ja ein hochkomplexes Gleis, oder? Ja klar. Guck mal, mit allein die Mechanik. Wir haben also hier vier Stellhebel drin. Mhm. Ja, hier jeweils. Das wird alles mit einem, über einen Stellhebel wird das betätigt. Ne? Das ist also schon, wer das hier mal aus Versehen aufmacht, der kann es wegschmeißen. Nicht unbedingt, also man kriegt das schon nochmal zusammen. Ne? Aber schwierig, genau. Okay. Das ist nicht so einfach. Toll. Ja. Also das ist jetzt eine Kreuzweiche, oder? Richtig. So, und davon kann man dann 10 Stück hintereinander machen. Das geht auch. Und kannst einen Rangierbahnhof oder irgendwas. So sieht's aus. Da hat man einen schönen Rangierbahnhof. Und man kann spielen damit. Mittlerweile haben ja die Loks ja auch Telex-Kupplung. Was haben die? Eine Telex-Kupplung mit Fernschreiber. Fernkupplung. Ne? Ah, okay. Das heißt, du kannst die zum Beispiel Ablauf. Ja, du kannst also mit der Rangierlok, die Telex-Kupplung hat, kannst du hin und her fahren und kannst dann per Knopfdruck an der Zentrale dein Venture abkuppeln. Ne? Kannst du auch mal. Ihr seid ja stark unterwegs in Social Media, oder? Seid ihr? Nee, nicht nee, so viel. Nicht so viel. So, was ist das hier, ein Rollenprüfstand? Was kann der? Da kann man die Lokomotive draufstellen und damit sie also dort auf Bewegung hat, dann kann man den Dampf ausstoßen, alles schön sehen, hört den Sound, die Fahrgeräusche. Das sind halt, hier stehen halt die angetriebenen Achsen dann drauf, ja, okay. die Lokomotive hat und dann kann also man. Leute, die gar keine Bahn haben, aber viele Waggons. Was? Und nee, ja. Nee, die Waggons bringen ja nichts. Ist ja viele Loks. Ja. Man kann, hier haben wir einen stehen. Echt? Ja. Ah, das Ding ist es. Genau. Da oben. Ah, das ist so eine Demo-Lok. Genau. Sieht man auch schön, der Motor, wo er verbaut ist. Das sieht man hier. Man kann die Motoren tauschen eigentlich? Ja, kann man wechseln. Gibt's. Ist das ein Verschleißteil, so ein Motor? Ja, aber da muss man schon viel damit fahren. Aber man kann die ohne Problem tauschen. Gibt es dann die drei verschiedenen Sorten und das ist... Hast du aber schön gemacht, die Lok da aufgeschnitten, das ja, war viel Arbeit. Perfekt, ne? Ne, das kam von Märklin so. Das ist aber schon sehr alt, das gibt schon, also lange vor meiner Zeit, als ich hier war das schon. Da vorne sieht man auch, das sind so die kleinen Lämpchen an den Weichen. Genau, das sind die Weichenlaternen. Die Weichenlaternen. Und das ist auch original nachempfunden. Darunter ist der Rheingold, der steht auch auf dem Rollenprüfstand. Genau. Hier kann man noch die Weichen kann man noch schalten. Sag mal. Goldig. Ja, all das, die Eisenbahnfans werden sich jetzt totlachen und sagen, der weiß ja gar nichts. Aber ihr habt auch viele, die bei Null anfangen neuerdings? Es gibt auch welche, die bei Null anfangen, ja, bei uns. Das stimmt. Würde ich sagen, ich hatte früher mal. Ich hatte mal und dann, ja, kommen sie jetzt. Halt jetzt mit dem Digitalen ist dann ja auch etwas, ist ja immer was Neues dann, ja. So, Starter-Sets, das Allerwichtigste. Andreas, was ist so das beliebteste Starter-Set bei Märklin Spur 1? Spur 1? Nein, war Spaß, H0. IC. Ja, klar, das war das, was wir verlost haben. Die Kids fahren da drauf ab. Okay. Ne? Hast du hier? Jo. Starter-Set? Sag mal. Da hinten sind. Die Starter-Sets. Starter-Set bedeutet, da ist der Trafo dabei. Da ist das Fahrgewehr dabei, da sind Gleise dabei, da ist der Zug dabei. Also sowas. Das Ding. Genau. 29792. Das heißt, das Fahrgerät, das kann ein bisschen was? Das kann bis 32 Funktionen schalten an der Lok, wenn es kann. Ist drahtlos? Nein, ist kabelgebunden. Kabelgebunden. Noch ist es kabelgebunden, aber es wird hoffentlich bald was Kabelloses kommen. So, dabei sind denn insgesamt vier Elemente? Nee, der ist dreiteilig, der Zug. Es gibt der Ergänzungspacken dazu. Na? Okay, Preis?
Preis von dem? 400? 340 Euro. 340 Euro. Und das? Das Gleisoval ist dabei mit zwei Weicher. Ja. Mhm. Zu hat auch Sound. Gut, also ist nicht abgespeckte Version, so wie im Outlet. Nee. Die nee. T-Shirts im Outlet sind immer ein bisschen einfacher. Nee, nee, die, das du hast auch mit Vollsound alles dabei, ne? Das kannst du einzeln ja nicht so billig kaufen, oder wie es da drin ist? Nee, das ist im Einzelnen teurer zu kaufen. Wenn man da alles zusammenstellt, die mobile Station, die Box dazu, der Trafo dazu, die ganzen Schienen, alles, was dabei ist, ist das schon, ich kann jetzt nicht genau sagen, aber es ist schon einiges teurer. So, da vorne ist noch ein Set, was ist das für eins? Was da liegt? Hier Power Features. Das doch. Ja. Sag mal. Feuerwehrset. Wie cool. Ach, das ist jetzt für Kids, oder wie? Das ist für Kids, genau. Hat auch so einen Joystick als Fahrgerät, also keine mobile Station. Ist also etwas einfacher gehalten. Ist die Technik die gleiche? Oder ist es auch digital? Es ist digital, ja. Okay. Ist es die gleiche, identische Technik wie das andere? Oder ist es so eine eigene? Das ist schon was. Ja, das ist die Technik ist das gleiche. Ist aber hier das Fahrgerät ist infrarot, nicht mit Kabel gebunden. Und man kann hier mit nur 4 Lokomotiven steuern. Okay, wobei man mit der mobilen Station ja 50 steuern kann. Die Spurweite ist auch A0. Das ist A0. Krass, gar nicht gewusst. Also 6 bis 12 heißt, das Ganze ist vielleicht ein kleines bisschen robuster auch von der. Ist ein bisschen, ist nicht so ganz filigran. Du kannst aber mit der nicht auf dem normalen fahren, oder? Doch, natürlich, ganz normal. Es ist eine normale Digitallok, die hat MFX, die meldet sich an, alles ganz normal. Mhm. Und das geht per Funk dann. In dem Fall mit der Fernbedienung. Infrarot. Okay, verstanden. Das heißt, in der Lok ist ein Empfänger drin? Nein. Sondern? Am Gleis ist der Empfänger. Am Gleis der Empfänger? Genau. Und der setzt es dann oben auf der die? Der setzt das auf die Lok, genau. Okay. Preis von dem? Was kostet das? Andererseits 153 Euro. 153? Genau. Gut. Also ein tolles Geschenk zu Ostern nächstes Jahr. Nächstes Jahr oder Weihnachten dieses Jahr. Weihnachten dieses Jahr. So, was ist noch Starter-Sets? Was habt ihr da so? Was ist das hier? Das da drüber? Das da? Ja. Das ist jetzt auch ein neueres mit Autotransport. Das ist ja geil. Genau. Das heißt, die Autos kommen mit? Die sind dabei, ein paar Porsches, genau. Und dann gucken wir mal gerade auf die Rückseite. Ist auch dieser Joystick dabei. Ja. Und das macht Spaß? Ist das cool? Für die Kids auf jeden Fall. Ja. Ne? Und du sagst, also das geht nicht so schnell kaputt wie die anderen? Nee, das kann auch ruhig mal hinfallen. Das passiert auch, der Joystick kann ruhig mal hinfallen, da passiert nichts. Ne? Mhm. Und das Gleisbild drauf. Doch, so ist das Gleisbild drauf. Da ist das Gleisbild. Das ist alles sogar weich dabei. Ne? Okay, also 4 Autos sind dabei, jede Menge Waggons sind auch dabei. Ja. 2 Waggons, sogar ein Aufgleiskit. Naja, Auffahrrampe. Auffahrrampe. Ah, okay. Dass man mit den Autos auf die Wagen fahren kann. Ne? So, jetzt haben wir daneben, was ist das da? Das sieht aus so ein Kesselwagen. Das da? Ja. Das ist ein Ergänzungsset. Ergänzungsset. Ja. Zwei Wagen dabei und die Gleise, die hier rot abgebildet sind. Ah, das ist für ein bestehendes Starter-Kit dann? Das ist für ein bestehendes Starter-Set, genau. Das ist dann so ein Ergänzungspaket. Ne? Okay. Gibt es ja mehrere. Das da, was ist das für ein Starter-Set? Das hier? Ja. Das ist ein dänisches Starter-Set mit einer dänischen Diesel-Lok. Mit Sound. Anleitung ist auf Deutsch. Anleitung ist auf Deutsch, genau, richtig. Von der dänischen Lok. So richtig. Dänischer Güterzug. Da steht es, idealer Einstieg in die digitale Welt von Märklin H0. Genau. Rundes Gleis. Ja, genau. Macht das auch irgendwelche Fahrgeräusche? Die Lok hat Fahrgeräusche, ja. Die hat Sound drin, Sounddecoder drin. Deswegen ist das Paket auch etwas teurer wie die anderen. Mhm. Preis, was kostet? 315 Euro. 315 Euro. Ja. So, und das ist dieser, sag mal, diese Stangen, die dran sind, wie heißen die? Rungen? Oder? Das ist Rungewagen. Rungewagen, genau. Damals kenne ich das noch. Ja. Cool. So, da hast du das dänische Set. Dann das gleiche als holländisches Set. Oh, zeig mal, die Holländer. Das ist denn nur die Farbe anders, oder? Das ist nur anderer. Die ist der gleiche Zug, nur anders lackiert. Ne? Achso, es gibt Zughersteller, die fahren in mehreren Ländern. Die fahren in mehreren, ja, genau. Das ist also die gleiche Lok, wie die wir mal eben hatte hier. Mhm. Ne? Das ist genau die gleiche Lok. Die hat halt nur anders lackiert. Und da ist halt die Holländer sind da aktiv drauf. Niederländischer Güterzug. Guck mal da. Ja. So, dann da unten ist noch was. Das ist der niederländische. Der da? Ja. Das ist ein schwedischer. Schwedischer. Das gleiche. Okay. Schwede dazu. Ja, das ist das gleiche als Schwede. Gut, ihr habt ja auch einen Versand. Man muss immer sagen, dass die Leute dann, ich sag mal, viel versenden. Du willst irgendwas zeigen? Jemand hat angerufen? Nee, der Andreas soll ans Telefon kommen. So. Wir tauschen.
Starten mit Märklin Digital. Starter Sets wichtig für euch? Ja. Starter Sets ist immer, das ist der Anfang der Modellbahn. Mhm. Für die Jungen, die. Die Einstiegsdroge. Einstiegsdroge sozusagen, genau, ja. So, dann verbindet. Was ich immer toll finde, es gibt ja so Softwareprodukte, wo die Leute schon mal so ein bisschen Bock haben auf Bahnfahren, wo du so Züge bewegen musst auf der PlayStation und so. Dann wollen die Leute ja irgendwann mal das Original sehen. So die Bahn, die hat doch was ganz Mystisches. Also das ist so, früher die Kids wollten ja entweder Busfahrer werden oder Lokführer oder Krankenwagenfahrer. Ja, das war früher so. Das war das. Ja, das wollte er so. Wollte ich auch. Als Kind wollte man Lokführer werden. Und Polizist? Nicht mehr. Nee, das. Nee. Nee, wollte ich nicht. Aber Lokführer? Das war früher so. War, warum? Was war so toll an Lokführer? Keine Ahnung. Was mich damals. Das ist so lange her. Lastwagenfahrer nicht? Nee. Nee. Man wollte früher, also viele in meinem Bekanntenkreis von früher, jeder wollte Lokführer werden. Das ist. Keine Ahnung. Wir hatten auch die Bahn direkt hinterm Haus. Das war. Ja. Was ist das für ein cooler Zug hier, der. Was denn? Der Shinkansen. Der Shinkansen. Da gibt es ja Videos drüber, da ist, glaube ich, alles drin. Da ist irgendwie Komfort wie im Luxusjet. Ja, so sieht auch aus wie ein Luxusjet. Weil man kann duschen drin, habe ich so Tests gesehen, wo die den benutzen. Total spannend. So, Starter-Sets. Was ist das da unten da für eins? Dieses Märklin da? Das hier? Ja. Das war von... Das war, Herr Märklin hat dazu so ein... Produktvideo auch gehabt, Gleis 1, das war, lief auch im Fernsehen und verschiedene Sachen, das war dann extra dazu die Packung. Blöd, es gibt einen Herr Märklin, der Name, das war irgendwie Peter Märklin oder hieß der? Was, der? Es gibt jemanden, der Märklin heißt, mit Nachnamen. Nö. Nee. Weil du eben gesagt, der Herr Märklin hat irgendwas? Nee, die Firma Märklin. Die Firma Märklin, okay, ich habe eben, habe ich nicht verhört, Herr Märklin. Märklin hat das, hat da so ein Video dazu gehabt. Jetzt mal eine Frage, da ist aber nicht der alte Trafo mit drin, der hier abgebildet ist. Der ist da nicht mit drin. Das ist nur so alles etwas auf die frühere Zeit gemacht. Okay. Waren früher die Packungen so? Oder? Früher waren die blauen Trafos auch da drin, ja. Blöde Frage, hier steht Startpackung Gleis 1, das ist eine Spur 1, oder? Nee, Startpackung Gleis 1, das war, zu dieser Film hieß halt so Gleis 1. Jetzt habe ich es, okay. Also das ist H0. Das ist H0. Cool. Preis von dem? Was kostet das? 269 Euro. So, Startpackung. Was hast du noch an Startpackung? Das war's, glaube ich. Hier oben steht noch. Sag mal, Startup, was ist das da unten da? Diese. Startup, das ist das, was man gerade eben schon hat. Das ist eher so das. Das war ja auch ein Startup. Okay. Das ist dann so für die Kinder. Ja? Mhm. Und dann die anderen, das sind ja dann auch die mit dieser mobilen Station drin. Das hast du ja eben gezeigt. Da ist der. Genau, das ist die mobile Station. Das sind manchen halt die mobile Station für die. Das Fortgeschrittene und das für die Kinder ist dann mehr so dieses Start-up. ICE-Set ist dabei, was ist daneben? Die 29.000, was ist das? Das ist ein Ergänzungsset. Ergänzungsset. Das ist also ein Radius, ziehen wir gerade raus. Da ist ein Radius 2 drin. Das ist nochmal eine mobile Station. Man kann ja auch an das Anschlussgleis kann man zwei mobile Stationen anschließen. Und dann kann man also noch die mobile Station dazu anschließen, kann man mit zwei Fahrreglern fahren, hat zwei Gleise, kann man also die Starter-Sets, die normalen, kann man damit also ergänzen. Mhm. Dass man also nicht nur einen Kreis, sondern zwei Kreise hat. So, man sollte ja Platz dafür haben. Das ist ja eine Minibahn im Vergleich zu Hamburg, die ich gefilmt habe, aber für Normalsterbliche ist das schon eine ordentliche Bahn, oder? Ja, das ist schon eine schöne Größe. 5,20 Meter, glaube ich, hat sie auf 2,15 Meter. Die Züge, die hier draufstehen, hast du schon mal einen verloren, den du irgendwie nicht mehr gefunden hast? Nee. Das, die fahren alle nochmal raus? Die kommen alle nochmal raus. Cool. Ja, wir drehen Ende April 2022 beim Modellbahn-Shop Saar in Merchweiler. Und hier hinten haben wir Spur 1, so viel habe ich schon gelernt. Und Spur 1 habe ich noch nicht ganz kapiert. Es gibt ja einmal die Gartenbahnen. Das sind so wahrscheinlich die hier, LGB. Genau, LGB, ja. Das ist aber eine andere Spurweite, wie Spur 1. Genau, das ist eine andere Spurweite. Spur 1 ist Maßstab 1 zu 32 und die Gartenbahn ist 1 zu 22,5. So, und die Gartenbahn kommt ist wirklich vom Garten. Ja. Die ist Schmalspur. Vom Gleis her, also die Spur 1 kann auf dem LGB-Gleis fahren. Die hat die gleiche Spurweite. Genau, aber das ist halt Schmalspur LGB. Ja, deshalb ein Maßstab 1 zu 22,5 und der Märklin hat ja 1 zu, also Spur 1 hat ja 1 zu 32. Gut,
So, und da ist bis bei Spur 1. Ich wusste gar nicht vorher, dass es Spur 1 gibt. Ja, das war immer für mich. Es gibt schon ewig Spur 1, oder? Ja. Spur 1 gibt es schon lange. Ja. Jetzt hat Märklin irgendwas eingestellt, oder war es Fleischmann? Fleischmann hat, glaube ich, eingestellt. Fleischmann hat die Spur H0 eingestellt. So, und das wird von wem bedient jetzt? Von der Firma Rocco. Also es gibt ja die Firma Fleischmann und Firma Rocco sind ja eine Einheit, das ist die Modelleisenbahn GmbH. Mhm. Und die Firma Rocco macht jetzt die Fleischmann H0 Produkte und dafür werden die Endprodukte von Rocco und Fleischmann werden zusammen von Fleischmann produziert. Was ist das hier, Zentralstation 3 Plus? Ja, das ist die, die wir da vorne gesehen haben. Die große? Okay. Aktuell noch? Ja. Okay. Ja, ganz neu. Das ist das, was aktuell auf dem Markt ist. So, jetzt überlege ich mal, was können wir da mal sagen. Jetzt waren wir hier in der Fleischmann-Welt. Trix, was ist Trix? Trix ist das Gleichstrom zu Märklin. Das also sind, sieht man auch, sind die gleichen Modelle, die wir so in der Märklin-Vitrine stehen haben, sind halt dafür nur die Gleichstrom. Ach, die können denn fahren auf Fleischmann zum Beispiel? Genau. Genau. Die haben halt keinen Schleifer, es ist halt zwei Leiter und das Märklin ist ja drei Leiter. Das sind also die gleichen Modelle, Metallmodelle, ist also nur halt ohne Schleifer. Also nochmal zum Verstehen, Trix ist Märklin eigentlich. Das ist Märklin, ja. So, und das ist, Trix ist die Gleichstrom-Variante von Märklin. Genau. Okay, das gab es früher nicht, oder? Früher war ja Fleischmann... Nee, früher war Trix eine eigenständige Firma, die ist irgendwann mal von Märklin übernommen worden. Mhm. Gut, aber jetzt ist dasselbe quasi. Jetzt ist das ein Haus, ja. So, hier vorne hast du jetzt, wenn du jetzt hier so einen Zug stehen hast, hier ist ein Lufthansa-Zug zum Beispiel, kann man den kaufen? Nee, den gibt es nicht mehr. Nee. Ein Sammlerstück, unverkäuflich. Das ist ein Sammlerstück, ja. Das, ja, die haben wir, das, was hier drauf steht, kann man nicht mehr kaufen. Wir können ja nicht auch immer die Züge nochmal tauschen. Die stehen jetzt halt hier drauf, die fahren. Da ist vieles schon ausverkauft mittlerweile. So, als einer kommt, will ich unbedingt haben, kann man darüber reden? Schwierig. Schwierig. Ja. Warum nicht? Was ich mein. Na, hast genug Geld. Nee, das sind dann so Sachen, die ich mir auch mal zum Sammeln hingenommen habe, die bleiben dann schon mein Eigentum. Gott. So, Autos, wie viele Autos habt ihr? Autos? Oh, kann ich ja nicht sagen. War 1000 nicht, aber wir haben schon einige. Von Schuko, von Viking, von Busch, von Herpa, von Prikina. Wir haben schon Autos. So, du hast zu mir gesagt, wenn die Zeiten schlecht werden, dann schieben viele teure Anschaffungen nach hinten. Hat es wieder ein bisschen nachgelassen? Kaufen sie wieder mehr? Ne, es ist immer noch durchwachsen, sagen wir es mal so, ja. Man merkt schon, dass alles teurer wird. Die Kunden machen schon dann Abstriche in den Sachen, die nicht so unbedingt notwendig und wichtig sind. So, jetzt sagen wir mal was Besonderes. Hast du davon einen Schlüssel von der Vitrine? Ich schaue, am Mann? Der liegt vorne auf der Theke. So, mein Kollege Andreas ist schon da. Denn wenn man nämlich einfach ein bisschen mehr Geld verdienen will, habe ich schon gelernt, dann macht man einfach die Packungseinheiten kleiner und die Preise höher. Das ist das Z oder was ist das? Z. Ja. Ich habe mich nämlich früher als Kind immer gefragt, wer in Gottes Namen kauft Z? Die sind so klein, da kann man doch gar nichts mit anfangen. Mhm. Aber da gibt es eine eigene Riesen-Fangemeinde. Das ist eine eigene Gruppe, jawohl. So, noch filigraner. Da brauchen wir schon eine Brille für, oder? Um die genau zu sehen. Da brauchen wir Brille oder eine Lupe sogar. Wenn man gerade eine in die Hand nimmst, dass man deinen Finger mal sieht. Das ist goldig. Und die hat die gleiche Technik drin wie die großen? Nein. Nee, die sind analog. Analog. Ist keine Digital-Lok. Wenn du mal eine fahren lässt, geht das? Hast du ein Testgleis? Muss mal gucken, ja. Mal probieren. Ob es noch fährt? Ja. Gott. Du hast mal erzählt, Spur Z ist ein bisschen rückläufig, oder? Oder nicht? Ja, das ist nicht bei uns hier nicht so vertreten. Ich glaube, deutschlandweit wird die schon gut verkauft. Ja. Das Saarland ist ja H0. Ja, da haben wir wirklich sehr viel H0-Kunden hier. Das heißt, du brauchst ja schon Aufgleishilfe. Ja, das ist besser. Auch wie goldig. Das macht schon Spaß, oder Z-Fahren? Ja. Da sieht man auch das Problem, glaube ich, bei Gleichstrom, wenn das Gleis nicht ganz sauber ist, oder? Ja, wir haben ja auch viel kleinere Auflagefläche von der Stromaufnahme. Je kleiner die Spurgröße, je kleiner ist auch die Stromaufnahme. So, was ist das für ein Ding? Hier das Schwämmchen? Reinigung. Reinigung, genau. Die Gummi, genau. Warte mal grad, ich muss die mal gerade einfangen. Die hat sogar, heißt, je nachdem, welche Richtung du fährst, dann kommt sie. Ja, fahr mal näher. Oh, wie goldig. Ascom. Cool. Und das ist jetzt der analoge Fahrtrafo? Das ist der analoge Fleischmann-Trafo, genau. Da
Damit fährt die. Damit fährt die, genau. Schön. Darf man nicht ganz aufdrehen, weil die Spur Z hat ja nur 10 Volt. Achso, dann. Mal ein bisschen aufpassen. Dass sie nicht zu viel Spannung abkriegt. Genau, sonst geht der Motor kaputt. So, komm, wir gehen nochmal kurz hier vorne hin. Also Z habt ihr, Spur N gibt es auch noch? Eigentlich? Ja. Einmal hier um den Tisch rum. Warte mal, ich guck mal. Gibt es bei Z auch Starter-Sets? Gibt's auch, ja. Wo denn? Wo sind die? Ja, die stehen hier nicht. Ja, mal hier am Regal. Haben wir noch was? Ja, da werden wir Würfel. Ich wollte mich gerade sagen, die Starter-Sets sind wahrscheinlich winzig. Ja. Im Vergleich zum, wahrscheinlich so groß wie eine iPhone-Packung. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. Das ist ein Starter-Set? Genau. Oh, wie goldig. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du keinen Platz hast für so eine große Eisenbahn, kannst du mit Z ja ganz andere Sachen machen, oder? Ja, man kann mit Z, aber es gibt halt vom Zubehör auch nicht so viel. Das ist so alles ein bisschen 149 Euro, gell? Du hast einen Zug, zwei Waggons. Genau. Was da dabei für ein Gleis? Ein Oval. Genau. So, das Ganze analog. Das ist eher so eine ganz spezielle Nummer, oder? Z? Z ist schon, ja, ist schon etwas spezieller. Hast du ein Signal Z da? Wahrscheinlich kommt er jetzt mit der Pinzette. Miniclub heißt das, oder? Bei Märklin. Krass, guck mal hier. Das ist ein Signal von Z. Was ist goldig. Ja, habe ich früher, wie gesagt, das war immer so, weil es kostet ja dasselbe, oder? Als H0. Ja, ähnlich. Nicht unbedingt dasselbe, aber es ist, ja, es hat schon die ähnliche Preisklasse. Obwohl die viel kleiner sind, sind die deshalb nicht viel billiger. Alles ohne Preis. So, komm mal in. Können wir mal gucken, dass wir das haben. Ich komme mal in die Richtung. Kollege hat einen Schlüssel. Ist nicht schlimm. Ist hier N auf der Seite? Ist auch N. Fleischmann N. Fleischmann N, das Tricks. Tricks jetzt Fleischmann. Das ist Fleischmann N. Okay. Achso, es gibt noch Fleischmann N. N bauen sie noch, oder? Fleischmann baut N. Die bauen noch die Modelle von Rocco, was es damals so gab. Wenn da wieder was aufgelegt wird, von Rocco nochmal. Und dafür werden die Fleischmann H0 Modelle von Rocco mitgebaut. N ist digital? Es gibt auch digitale Sachen von N, ja. Es sind nicht alles digital, aber es gibt auch digitale Sachen von N. So, und das kenne ich noch, Mini-Tricks hieß das früher. Das war N dann quasi von Tricks. Genau. Da gab es aber nie irgendwie, ich sag mal, ein Patent auf die Spurbreite, dass Fleischmann gesagt hatte, hier, weiß ich nicht. Also N war genormt. Ja. So, 1 zu 87. So, hier haben wir ein Güterwagenset, Expressgut. Da ist das da. Ja. Hast viel zu tun. Ja, manchmal ist das schon. Geht das so? Darf ich mal noch die Abteilung nebenan zeigen? Weil das ist so, ihr seid ja jetzt kein kleiner Laden. Ihr habt, ich glaube, über 100.000 Artikel da, wenn es langt, die da sind. Und die Abteilung, ich baue mir mal einen Bahnhof.de. Ach so, die hier? Ja. Ja, klar. Die ist ziemlich groß. Das heißt, ihr habt Bausätze ohne Ende? Wir haben schon ein paar Bausätze, ja. Und wenn wir manche doppelt oder so, das Dreifach haben wir auch drin. Wir haben also Bausätze haben wir genügend von allen Firmen, ob Vollmer, Faller. Ich frage mich mal, wenn irgendwann mal die landen, die Aliens auf der Erde, es gibt uns nicht mehr, die finden dann, ich sag mal, diese kleinen Nachbauten. Was meinst du, was die denken, wenn die da euren Laden ausgraben unter Lava und dann sagen, guck mal hier, dazu noch ein paar Relikte, vielleicht in 1 Million Jahre. Ja. Das da waren lauter Verrückte. Aber das ist ja schon verrückt, dass jemand hier alles nachbaut, hier vorne. Es gibt nichts, was es nicht gibt für die Modelleisenbahn. Hier, da ist ein alter Mann. Streckenposten. Ja, gut, ob er alt ist, weiß ich nicht. Hausputz. Guck mal hier, die Frau. Klar. Die Frau hat einen Eimer in der Hand. Geht heute gar nicht mehr. Es muss halt ein Mann sein. Ja, nicht unbedingt. So, Eisverkäufer. Gibt es so Clubs eigentlich im Saarland, so Modellbahnclubs? Ja, klar, sicher gibt es Modellbahnclubs. Wo sind die? In Walschied, Heusweiler, Schiffweiler, Dirm in St. Ingbert gibt es einen Club, Saarbrückel gibt es einen Club, es gibt mehrere Clubs. In Freiesen gibt es einen Club,
Ja, es gibt verschiedene Modellbahnclubs, da würde ich noch was zeigen. Es gibt auch so, das gibt es natürlich auch. Ne? Ist das denn sexy? Klar. Echt? Gesagt, es gibt alles Mögliche. Sag mal, das ist das. Sexy Scenes. Ah, das ist jetzt zu. Da kann man nicht. So, genau. Es muss ja Jugend. Warte, ich zeig mal gerade. Also, das Set heißt Liebesakt Bank. Genau. Was auch immer damit gemeint ist. Aber es wird ja auch das echte Leben wird ja ein bisschen nachgespielt. Nein, hier im Lade. Die dürfen das ja nicht sehen. Also, ist das wie die Fernfahrerheftchen in der Tankstelle? So ungefähr, ja, genau. Okay. Deswegen ist das verschlossen hier. Sexy ja? Scenes. Genau. Sowas gibt es natürlich auch. Oh, das ist goldig. Dann hier vorne hast du ein Moped. NSU Supermax. Ja, dann hast du hier Bäume. Bäume, Grünzeug, Gehwegplatte, alles Mögliche gibt es hier. Da kann man sich seine kleine Welt selber bauen. So wie man es gerne hätte. Ja? Das ist so, ja so. Hier mit der schönen Platte hier. Das ist also alles Karton, gedruckter Karton. Mhm. In verschiedene Varianten. Das sieht man ja hier. Die anderen wohl eine dunkle Terrasse haben, die anderen wohl eine helle Terrasse haben. Ich finde, also ziemlich authentisch sind ja diese kleinen Berge, die man sagt. Also da fragt man sich ja, der hätte ja die Lok auch drum fahren können um den Berg, oder? So ungefähr, ja, ja, genau. Gut, das durchfahren. Das sind halt, ist halt für Kinder, ne, sag ich mal. Die Kinder ihr Modellbahn aufbauen, da wollen die Tunnel haben. Mhm. Und dann stellt man so Dinge auf die Anlage drauf. Aber, hatte ich auch früher. Na ja, das hat jeder gehabt. Jeder, der früher als Kind eine Modelleisenbahn hatte, der hat solche Tunnels auf der Anlage gehabt. Mhm. So klar, ne? Du bist Baujahr, was bist du? Ich bin 66. 66, zwei Jahre älter als ich. Genau. So, da war das ja noch mehr, muss ich sagen. Wie 68er, wir fingen dann an mit ZX81 ja, und so. Ja, genau, nee, das habe ich nicht gehabt. Ich habe auch für die Weihnachten als Kind eine Eisenbahn bekommen. Und wie das halt so ist, wenn man jugendlicher wird und dann... Hast du es gewusst oder war es eine Überraschung? Weißt du noch? Ich habe es geahnt. Ja. Ja, weil ich tagelang nicht in das Zimmer durfte. Und da hat mein Vater, also meine Eltern, die haben so eine Fertiganlage gekauft. Eine Fertiganlage? Was ist das? Das ist eine Fertiganlage, komplettes fertiges Gelände mit Schiene drauf. Das gibt's auch? Das gibt's auch, das gibt's heute noch. Wo? Bei wem? Noch, Firma noch macht sowas, ja. Die Bauer. Das sind so Kunststoff gezogene Gelände. Du warst, wie alt warst du? Oh, ich war glaube ich 10. 10, so rum. So, da kam die Fertiganlage. Was war drauf damals, Merkel? Nee, da war damals Fleischmann drauf. Fleischmann. Genau. Hast du gefreut? Ja, wie Opa, genau. Ja, ich bin früher, ich weiß noch genau, ich habe meine Lok so lange im Kreis fahren lassen, bis sie kaputt war. Ja. Das geht nach ein paar Stunden. Ja, das geht, ja. Wenn sie heiß gelaufen ist, richtig. Das geht, auf jeden Fall. So, also ein Riesenparadies an Dingen. Das Ganze hat natürlich Kultcharakter hier in Merchweiler. Ihr habt viele Kollegen, du bist mit in so einem, ich sag mal, Verein der großen Händler in Deutschland. Die Händlervereinigung Wilde 13, ja. Wilde 13. Du bist Nummer 12. Ja. So. Die sind in ganz Deutschland? Die Wilde 13 besteht ja mittlerweile aus 14. Das ist ja noch jemand dazugekommen aus Holland. Es sind mittlerweile 14 Händler. Ja. Habt ihr auch Bruchsteine eigentlich? Bruchsteine. Habt ihr Bruchsteine? Also. Ich habe es gelesen gerade, deswegen wollte ich dich mal testen, ob du das kannst. Ja, nee, bei Busch haben wir sowas. Ich muss jetzt gucken, wo. Da vorne sind Bruchsteine. So, also ich habe ja gewusst, dass die ganzen Baumaterialien ja schon teurer geworden sind. Da kostet ein kleines Kunststoffgefäß 10,55 Euro, aber das ist ja auch ganz authentisch. Also da hat jemand einen Bruchstein nachgeahmt. Genau. So. Komm, wir gehen mal gerade hier rein. Was ist das hier? Das Spur N. Zubehör. Das hier? Ja, mit der grünen. Hier steht es auch. Spur N. Okay. So, auch das ist alles N. Das ist N, genau. Sollen wir mal kurz nach links schwenken? Ich weiß, du hast ja gewusst, dass ich komme und hast noch nicht viel ausgepackt, denn es kam eine Riesenlieferung Carrera. Genau. Sollen wir die mal kurz zeigen, dass wir mal gerade sehen, wie sowas aussieht? Denn. Das Wetter war so schön, da hast du gedacht, komm, arbeiten, lass mal heute mal weg. So sieht das jeden Tag aus, wenn Ware ankommt, oder? Ja, nicht ganz, aber es sind halt zwei Paletten Carrera gekommen, ja. Ja, die müssen eingeführt werden, was das ist. Ist das so tagtäglich? Das heißt also, ihr bewegt ja Ware von A nach B. Ihr habt ja keine virtuellen Güter, die jetzt irgendwie gemacht werden, sondern ihr verschickt das. Mhm. War das früher auch schon so mit dem Versenden so stark, oder? Ach nee, früher
war das nicht ganz so stark. Ich sag mal, die Internetzeiten haben das ja erst so gemacht. Also hier bei uns, ich glaube, es gab früher welche, die haben extra Kataloge gehabt, wie der Otto oder sowas, die haben dann über solche Sachen verschickt. Aber bei uns, wir machen das erst seit, so richtig seit 5, 6 Jahren. 5, 6 Jahren, aber auch also wichtig. Geht ja. Schon an. Ist nicht alles drin im Internet bei euch, gell? Nee, es sind noch so ein paar Sachen, die noch nicht ganz drin sind, ja. So, wir sind im Merschweiler. 27. April 2022, wenn Sie auf Ihre Uhr gucken, werden Sie feststellen, wir sind relativ nah dran im Moment am Ausstrahlungsdatum. Und wenn Sie Lust haben, dann kommen Sie mal vorbei zum Andreas. Ihr seid zu zweit, oder? Wir sind da zu zweit, richtig. So, das heißt, ich schmeiß den ganzen Laden zu zweit? Ja. Gut, hast du Urlaub mal eigentlich? Ja, gezwungenermaßen. Ich muss ja den Urlaub irgendwie wegkriegen. Aber meistens bin ich ja da. Wir haben ja noch Aushilfe, genau. 2 Stück. Ja. Also für Samstag oder so. Ja. Wir haben noch so Aushilfe, die auch in der Winterzeit, so ja. Von, also Oktober, November, Dezember bis Januar, haben wir noch 2, die uns dann immer noch so ein bisschen unterstützen. Ist da deutlich mehr los in der Winterzeit? Ja. Ja. Also jetzt ist so, könnt ihr eigentlich in Urlaub fahren, oder? Ja, ist ja gar nichts los. Ist halt ja. Mittwoch sowieso immer ein schlechter Tag. Deshalb haben wir uns auch jetzt entschieden, dass wir in den Sommermonaten Mittwochs zumachen. Okay. Das heißt, du gehst dann Schwimmbad? Ja. So in der Art. Samstag habt ihr ja auch lange auf. Das heißt, ihr bleibt aber schon, wenn einer anruft, sagt, oh, ich schaffe das nicht ganz. Das geht schon, oder? Dass man einen Termin vereinbart, wenn ich mal weiter herkomme. Ja. Oder machst du um 1 zu? Wir machen normalerweise um 1 schon zu. Oh. Gut. Das ist eine lange Woche. Lange Woche. 6 Tage. 6 Tage. Ja. Gut, du hättest ja auch was Richtiges machen können im Leben, oder? Ja. Das ist anstelle von Eisenbahn verkaufen. Was ist das hier? Das hier, das ist Felsspachtel. Also es ist so Gips. Der ist schon leicht eingefärbt, granitfarbig. Also damit die Leute es ein bisschen einfacher haben. Das hier sind so Tunneleinfahrten und so weiter. Genau. Also das, was man so verwendet. Und hier in diesen, ich nehme an, das ist kein Curry, oder? Hier drin. Was ist das hier? Das ist Sand. Sand. Ja. In Beutelchen. Genau. Cool. Ja, wenn ihr vorbeikommen möchtet, Merschweiler, ihr seid wo zu finden, Merschweiler? Im Gewerbegebiet auf Pfulst. Aber ich glaube, Merschweiler ist nicht so groß. Nee, Merschweiler ist nicht so groß. Wenn man auf der Autobahn 8 Merschweiler abfährt, kommt man ziemlich schnell zu uns. Das also müsste eigentlich Modellbahn irgendwas eingeben, Merschweiler, da kommt man schon, oder Eisenbahn. Ansonsten findet man sofort. Gegenüber vom Rewe. Also wenn man einfach nur Rewe eingibt, dann ist man eh schon da. Ihr habt kostenlose Parkplätze, oder? Ja, haben wir. Gut. So, und Andreas, ich danke dir herzlich. Letzte Video, hat das jemand gesehen eigentlich, was wir gedreht haben? Ich habe es gesehen, ja. Nee, außer dir. Jo, ich denke schon. Ja, aber war niemand so bekannter, der es gesehen hat? Nee, also von meinem Bekanntenkreis hat es jetzt keiner gesehen. Die sind keine so YouTuber, sag ich mal. Keine Eisenbahnfans. Ja. Gott. Doch, auch Eisenbahnfans, aber. Ich verweise übrigens auf dieses Video. Wir haben ein Video über diese Lok gedreht, was ganz Besonderes. 4.750 Euro. Ja, kann man. 4.790 Euro. Das ist aber noch nicht die teuerste der Welt, oder? Nee, es gibt schon noch teure. Ja. Also das ist schon was Ordentliches, ist noch nicht verkauft. 55.089 haben wir sie ausgepackt. Vielen Dank fürs Einschalten, euch beiden. Und Andreas, wünsche dir noch frohen Feierabend, kurz vor 6. Ihr macht wann zu? 6 Uhr. 6 Uhr. Genau. Okay, dann geht's auf den Schwenker. So, und tschüss. Tschüss, Ralf. Ciao.